Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons in der Version 1.2.0 von B. Und dieses B steht für das zweite Event im Mai, nämlich das Tag des Museums, beziehungsweise die Woche des Museums. Update ist jetzt rausgekommen. Heißt, wir können tolle Stempel sammeln im Museum drinnen. Und ich habe gestern auch noch das allerletzte Fossilstück bekommen, das mir noch fürs Museum fehlte. Das heißt, das werde ich auch gleich nochmal abgeben und gucken, was ich dann Tolles bekomme vor dem Eugen. Oder ob ich überhaupt irgendwas bekomme, ob das überhaupt irgendwas bringt, nur ein Segment des Museums fertig zu haben. Ach, ich habe übrigens noch meine Straße hier, die ich ja beim letzten Mal gebaut habe, noch ein bisschen angepasst. Also an den Seiten sind jetzt auch noch so ein paar Sachen. Da ist eine Pagode und so, einfach alles Mögliche hingeklatscht, damit ich auch endlich mal die 5-Sterne-Insel bekomme. Ich finde, das ist jetzt noch wohliger als vorher. Vorher war das da oben halt alles sehr, sehr leer und sowas. Und gefällt mir auf jeden Fall. Und noch eine Sache, bevor wir gleich ins Museum gehen. Wir müssen auf jeden Fall die Schneiderei noch umsetzen, beziehungsweise habe ich sie jetzt schon nach hier hinten gesetzt. Dann ist die morgen da. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit der machen will. Aber nur, damit ihr das schon mal gesehen habt. Und ich habe heute entdeckt das Ding hier. Guck mal, diese Blume. Und wisst ihr nämlich, was das ist? Das ist ein... Wir bauen es mal aus. Und ich glaube, es ist nicht nur, weil Mai ist, aber vielleicht auch, weil Mai ist. Auf jeden Fall ist es ein Mai-Glöckchen. Und ich habe dann mal im Wiki nachgeguckt, weil das Mai-Glöckchen war mir als Blume noch überhaupt gar nicht bekannt. Und da steht tatsächlich, dass man dafür eine 5-Sterne-Insel braucht. Was irgendwie weird ist, weil wieso sollte ich eine 5-Sterne-Insel haben? Meine Insel ist noch lange nicht fertig. Aber es kann halt gut sein, dass, weil ich jetzt hier diesen ganzen Kram hingepackt habe, wegen dieser Ladenstraße, dass das jetzt gelangt hat, dass ich ganz viele tolle Sachen hier habe. Deswegen, ignoriert mal die Dinger hier am Boden. Ich habe Sachen ausprobiert. Ups. Und das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Deswegen, ich muss aber ganz kurz zur Melinda gehen und mich bestätigen lassen, dass ich wirklich eine 5-Sterne-Insel habe. Nee, 4 Sterne. Super weird. Aber wieso habe ich dann das Mai-Glöckchen? Also auf der Wiki-Seite steht tatsächlich, man braucht 5 Sterne dafür. Und ich habe nicht nochmal irgendwas abgerissen oder so. Ach, es liegen wieder zu viele Sachen rum. Ach, jetzt wirklich nur, weil Sachen rumliegen? Ja, hä? Sie sagt nichts anderes. Ist nicht dein Ernst. Ich habe 5 Sterne, wenn ich jetzt die ganzen Sachen einsammle, die rumliegen? No way. Okay, warte. Dann werde ich natürlich das ganze Gelumpe nochmal einsammeln. Ja, moin, what the fuck? Ich habe wirklich 5 Sterne. Hä? Ich würde meine Insel niemals die volle Sternpunktzahl geben. Die ist noch lange nicht fertig. Melinda, was ist mit dir los? Wow. Okay, aber es muss einfach nur zu viel Zeug rumliegen, damit man keine 5 Sterne bekommt. Das ist ja heftig. Dann muss man ja jeden Tag aufräumen. Oh nee, das ist doch nervig. Also ob ich jetzt die ganze Zeit 5 Sterne behalten werde, wage ich zu bezweifeln. Ah, es ist einfach unglaublich. Wir sind so beliebt. Viele Leute haben als Lebensziel hierher zu ziehen. Wir haben es geschafft. Wir sind perfekt. Naja, perfekt. Ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber gut. Also bewertungstechnisch meine ich. Ja, ja, okay. Dizimania, eins ein kleines Inselchen im Nirgendwo, nun gefeiert und mit Sternen überhäuft. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann, Dizzy. Das ist ganz klar dein Verdienst. Ach ja, zur Feier dieses großen Tags schenke ich unseren Inselbewohnern eine besondere Bastelanleitung. Und zwar für eine totschicke, glitzernde Goldkanne. Eine Goldkanne. Und damit kann man ja, glaube ich, sogar goldene Rosen machen, nicht wahr? Aus einer schwarzen Rose. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber nehme ich mit. Gut, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum coolen Event, das hoffentlich wirklich cool ist, sonst bin ich ein bisschen enttäuscht. Mal gucken, was der Eugen zu sagen hat. Anlässlich des Internationalen Museumtags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Ich erläutere, die Insekten-, Fisch- und Fossilienausstellung verfügen über je 3 Stempelstationen. Exquisite Preise warten auf sie, wenn sie alle Stempelstationen der Ausstellungen ausfindig machen. Dabei wartet jede Ausstellung mit ihrem eigenen Preis auf. Wuhu, ist das nicht prächtig? Die sollten sich während dieses Museumsbesuchs definitiv einmal daran versuchen. Wie, muss man einfach nur rumlaufen und dann Stempel sammeln? Okay, also ich dachte, man muss irgendwelche Fische oder sowas abgeben, um dann die Stempel zu bekommen, aber anscheinend ist das doch nicht so. Egal! Ich habe auf jeden Fall das letzte meiner Meinung nach Fossil, das mir noch fehlte, nämlich den Trilobit. Ich hoffe, das war das letzte. Puh, ist es denn die Möglichkeit, das letzte Fossil? Vielen Dank! Sie. So viele Fossile und vom hohen Wert. Die könnte man glatt meistbietend versteinern. Hahaha. pardon. Nur ein kauziger Kalauer. Ein urzeitwissenschaftlicher Olk. Jedenfalls, wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Fleiß und Ihre großzügigen Spenden. Huhu. Mehr sagt er nicht. Ich dachte, man kriegt jetzt irgendwas Cooles oder so, aber anscheinend nicht. Na gut, dann fangen wir doch auch gleich mit den Fossilien an, weil da ist ja nun mal schon alles voll.
Und der Lutz ist auch hier. Hi, Lutz. Oh, hier seht ihr übrigens nochmal, dass der Lutz tatsächlich glühende Augen im Dunkeln hat. Also die leuchten so. Hat mir, glaube ich, der Medusa nicht geglaubt. Hier, Medusa, jetzt siehst du's. Hallo, Champion. Du interessierst dich wohl für Urgeschichte, Ovo? Ja. Und guck mal, ich habe bestimmt irgendwas für dich. Ich habe doch nichts für dich. Hier, nehme diesen Frühlingsbambus. Oh ja, cool, Frühlingsbambus. Alles klar. So, und das hier ist anscheinend dieser Stempelwagen. Und da können wir jetzt rangehen. Oh, da stand noch irgendwas. Ohne Knochen, aber trotzdem nicht ohne. Mollusken und Gliederfüßer. Wie? Ach, und jetzt kann ich einfach raufklicken und dann kriege ich einen Stempel. Ah ja. Wie? Das ist es schon? Das ist alles? Nein, ich muss einfach nur an diese Stempeldinger rangehen und dann kriege ich die Stempel. Und die sind jetzt hier einfach mit drin, oder was? Okay, dann verbinden wir das jetzt einfach mit einer Museumtour. Guckt, was ich alles habe. Wow. Hier, das ist dieser Trilobit übrigens, oder wie der hieß. Der da. Genau, Trilobit. Das war der letzte, der mir noch fehlte. Und hier im Anfangsraum ist zum Beispiel auch noch richtig viel drin. Wo hab ich denn den Hai her? Ich habe doch gar keinen Hai. Ultra weird auf jeden Fall. Aber hier sind zum Beispiel auch so eine Tarantula und sowas drin. Oder eine Mücke, die man halt alle irgendwie so mal gefangen hat als Insekten und gar nicht für diesen Raum hier abgegeben hat. Die sind hier auch. Finde ich ganz interessant. Aber der krasseste Raum kommt sowieso jetzt erst. Da bin ich auch mal gespannt. Den habe ich natürlich jetzt noch nie vollständig gesehen. Wow, alles da. Der sieht cool aus, der sieht cool aus. Den habe ich auch bei meiner Ladenstraße auf der rechten Seite, wenn ich euch daran erinnert. Und den hier auf der linken Seite. Wow. Der ist auch cool. Was bist du für einer? Ist das dieser Urzeitvogel? Quetzal Quatlus. Ich glaube nicht. Nee. Im Biounterricht hieß der, glaube ich, anders. Und der Pferde-Odon ist auch da. Die Vögel sehen immer richtig krass aus, finde ich. Also die Skelette davon. Wollen, dass die einfach so einen Knochen haben in ihrem Flügel drin. So einen richtig langen, komischen Knochen. Ultra merkwürdig. Da ist mein Lieblingsdinosaurier auf jeden Fall früher. Diese beiden hier, davon habe ich sogar aus Plastik oder Kunststoff so Spielzeug von den beiden hier. Da haben wir den Stegosaurus und da vorne ist der Ankylosaurus. Naja, die waren cool. Die gab es aber beim Restaurant früher. Habe ich bestimmt irgendwann schon mal erzählt. Aber da haben die Kinder dann, wenn sie irgendwie was gegessen haben, immer so eine Spielfigur bekommen von irgendwelchen Dinosauriern. Und deswegen war das mein Lieblingsrestaurant. Was ist denn das Ding da hinten eigentlich? Das da, ja, ein Pachycephalosaurus. Okay, kenne ich nicht. Den kennt man, den Triceratops. So, da hinten ist der T-Rex. Und ein Stück Scheiße liegt hier vorne, auch sehr cool. Der hier vorne sieht aber aus wie so ein Wasserwesen, egal. Das hier ist aber der Ursteinvogel, oder? Oder was ist das? Archaeopteryx? Ist das der Urzeitvogel? Bin mir gar nicht so sicher. Klingt ein bisschen wie ein Pokémon, Archaeopteryx. Alter, was das für riesige Dinger hier sind. What the fuck? Lol. Und man kann sich auf diese Teile hier raufstellen, dann sieht man sie nochmal in aller Größe. Holy shit, ist das Viech groß. Den kennt man auch, das sind diese Pflanzenfresser, ne? Die Vorahnen der Giraffen wahrscheinlich. Brachiosaurus. Einfach die größten Dinosaurier, dann waren es einfach Pflanzenfresser. Richtig krass. Und hier haben wir die zweite Stempelkarte. Synapsiden. Was auch immer Synapsiden sind. Entfernte Verwandte der Säugetiere. Na sowas. Wissen wir das auch? Zack. Awesome. Hier ist auch noch so ein Teil zum Rangucken. Das Eigelb, das alles Leben auf der Welt zerstört hatte. Und ich weiß, hier oben ist auch noch ein blauer Punkt. Da gehen wir natürlich auch nochmal hin. Wow. Cool. Ab in den nächsten Raum. Ach stimmt. Die Fossilienausstellung besteht eigentlich nur aus zwei Räumen. Ne? Lol, der Heinz ist hier. Hallo Heinz. Hallo Dizzy, du interessierst dich wohl für Urgeschichte. Katza! Das ist korrekt. Wenn ich vor Millionen Jahren gelebt hätte, wäre ich jetzt hier ausgestellt als stärkste Kreatur aller Zeiten. Ja, stell dich doch mal hier hin. Guck mal, da Katze. Nein, stell dich in dein Katzending rein. Hallo Heinz. Kann ich dir irgendwie helfen? Die Urtierchen hier waren bestimmt ganz schön stark, aber im direkten Vergleich wäre ich bestimmt stärker. Da fühlt sich aber einer sehr überzeugt von sich selber. Alles fit, jetzt check ich das, weil er auch so ein Fitness-Typ ist. Katza! So manchmal das Gefühl, du kannst die Exponate knurren hören. Grrr, das war nur mein Magen. Eins ist witzig. Komm Heinz, lass uns hier reinstellen.
ich hier ganz rechts. Tring. Und du hier. Oh, Heinz läuft weg. Heinz hat keinen Bock, sich hier hinzustellen. Was ist das denn für ein Viech da unten? What the fuck? Irgendwie finde ich immer noch mega geil. Das war einer meiner ersten Fossilien, die ich ganz hatte. Dieses Hirschding hier. Aber was ist denn das da? Ach, ein Säbelzahntiger, natürlich. Ich Dummkopf. Und ein Mammut und ein Rhinoceros, keine Ahnung. Und die dritte Stempelkarte. Kenozoikum. Noch nie gehört, keine Ahnung. Was sind das nur für Silhouette da hinten? Zack. Fertig. Alle Fossilienstempel gesammelt. Oh, aber meine Gefieder, Sie haben doch tatsächlich die Stempeljagd der Fossilienausstellung abgeschlossen. Als Veranstalter dieser Jagd ist es mir eine wahre Wonne, derartigen Tatendrang zu sehen. Und so möchte ich Ihnen nun mit Stolz Ihren wohlverdienten Preis überreichen. Ja. Im Folgenden erhalten Sie einen Stempel, der die Komplettierung dieser Stempelsammlung attestiert. Klack. Cool. Falls Sie heute noch andere Ausstellungen besuchen, sollten Sie auch dort auf Stempelsuche gehen. Eine distinguierte Person wie Sie weiß diese Kombination aus Kultur und Kurzweil gewiss zu schätzen. Also ich habe mir mehr erhofft tatsächlich von dem Museumtag. Und vor allem, das geht auch wieder eine ganze Woche. Ich hoffe, das ist nicht wie bei dem Mai-Feierei-Event, dass das jetzt nur ein Tag geht und der Rest der Woche ist einfach tote Hose. Aber mal gucken. Ist auf jeden Fall chillig, mal in das Museum so reinzugucken. Ich war hier auch tatsächlich noch nie so richtig drin. Bin nur mal durchgelaufen. Aber dann war eine Spinne. Nee, ist gar keine Spinne. Sah kurze Zeit aus wie eine Spinne, aber ist einfach nur eine blöde Wespe. Stirb, du Wespe! Ja, aber ich glaube, hier bei den Insekten kann man gar nicht so viel sehen, oder? Das da ist ein Japan-Falter, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses Kokon-Ding heißt, glaube ich, irgendwas mit Holz. Nee, Sackträger. Alles klar. Von mir aus. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, Insekten habe ich gar nicht so viele. Da haben wir einen Borkenkäfer und einen Schillerkäfer. Keine Ahnung, wie der rechte heißt. Prachtkäfer, natürlich. Und Fichtenbock. Den habe ich auch falsch genannt, ne? Mist. Ich versuche mal alle zu benennen, aber wahrscheinlich wird das nichts. Das da wird ein Sandläufer. War das ein Sandläufer? I don't know. Ich bin so schlecht in Insektennamen. Da ist auf jeden Fall eine Biene. Noch irgendein Schmetterling. Pastellfarben-Schmetterling oder so. Gesichtswasser? Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Mega gut versteckt. Holy shit. Honigbiene. Sandläufer. Sandlaufkäfer. Na gut. Aber fast. Und eine Gottesanbeterin, die sich sogar auftut, wenn man zu ihr rangeht. Gottesanbeterin fand ich früher richtig cool. Das waren meine Lieblingsinsekten früher. Die Stinkwanze habe ich auch überhaupt gar nicht gesehen. Okay, die sind ja mega gut versteckt, diese Wanzen. Lol. Auf den Blumen sieht man die mal richtig gut, aber hier mega gut versteckt, beide. Dann kann man sich hier so hinsetzen. Schön mit den Insekten im Nacken. Gruselig. Was kann man hier noch angucken? Wir bitten umständig um Stiftung von Exponaten. Okay, anscheinend haben wir nichts. Und was bist du? Gar keine Ahnung, auch irgendein Bock. Geigenkäfer. Aha. Dann haben wir ein paar Libellen, ein Blaubarschbubenschmetterling, ein Gelbfalter. I don't know. Auf jeden Fall die erste Stempelmaschine. Libellen sieht man meist am Wasser, weil sie dort ihre Eier legen. Das ist korrekt. Das habe ich auch mal irgendwann gelernt. Libellenbrücke. Genauso wie Mücken und all so ein Kram. Gibt es an diesem großen Baum noch irgendwas? Oh, da haben wir auf jeden Fall einen Adlerfalter heißt der, glaube ich. Atlas Spinner. Mist! Aber zumindest mit A. Wieso bin ich so schlecht mit den ganzen Namen? Das ist eine Spinne. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass sie nur eine gelbe Spinne genommen haben. Aber gut. Aber ich glaube, mit den Fischen und den Insekten ist das sowieso am schwersten, das zu komplettieren, weil dafür braucht man ja eigentlich ein ganzes Jahr, um da alles zu finden. Das sind hier wahrscheinlich Kellerasseln. Nein, oder sind das diese Numerus Unus-Dinger? Kann auch sein. Und da hinten haben wir noch eine Muschelläufer. Genau, das sind die Ligia Exotica. Wie kam ich denn jetzt auf One? Aber die meinte ich, die Silberfüchchen. Und Einsiedlerkrebs, der da hinten schläft. Ein bisschen wie ein Meerschweinchen oder ein Hase oder so. In diesem Raum hier war ich tatsächlich noch nie drin. What the fuck? Okay, also dafür lohnt sich schon dieser Museumtag. Ist das der Skorpion? Ja. Habe ich tatsächlich vor 2 Tagen fangen können. Bin ich sehr stolz drauf. Wenn hier auch irgendwas... Ja, die Vogelspinne ist da drin. Die verstecken sich aber mega. Beide, Vogelspinne und Skorpion, die haben gar keinen Bock da drin zu sein.
Da haben wir gar nichts, aber wir haben noch eine weitere Stempelkarte. Tarnkrabbler. Deswegen. Krabbeltiere. Meister der Tarnung. Blup. Oh, schade, dass da auch ein Schmetterling als Stempel ist. Hätten die, oh, da. Eine Orchideen-Gottesanbeterin? Oder so? Ja, haha. Orchideen-Mantis. Aber eigentlich ist es eine Gottesanbeterin. Leute, das ist mein Punkt. Das ist korrekt. Dann haben wir hier einen Tausendfüßler und eine Motte. Und eine Kugel. Ach, da unten, da ist die Kugelassel, ja. Die kenne ich doch. Kenne ich doch hier alles. Was haben wir hier noch? Fuck, ich hab leider den Namen davon vergessen. Maulwurfsgrille, genau, eine Grille. Die machen immer diese blöden Geräusche. Wenn ihr noch keine Maulwurfsgrille habt, Leute, dann hört einfach mal hin. Also die machen immer dieses... Und wenn ihr dann aber keinen Insekt dazu seht, dann müsst ihr einfach dahin gehen, wo ihr dieses Grillen am meisten hört und dann mal graben, tatsächlich. Weil die sind in der Erde drin. Wusste ich auch eine Weile nicht. Und hier haben wir noch ein paar Ameisen. Was sonst noch irgendwas da oben? Nö, sieht nicht so aus. Die Kamera geht sogar mit. Warte, lass mich nur mal sehen. Ja! Okay, das finde ich witzig. Lol, die haben hier sogar eine Ameisenstraße gebildet. What the fuck? Die sind einfach ausgebrochen. Tja, Ameisen kann man nicht einsperren. Deswegen würde ich mir auch niemals so eine Ameisenfarm nach Hause stellen, weil die würden da irgendwann ausbrechen, ich sag's euch. Dann sind in eurem Haus überall Ameisen drin. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Aber ich habe tatsächlich mal Ameisen gezüchtet. Also so mehr oder weniger erfolgreich. Ich hatte keine Königin. Deswegen sind die da die ganze Zeit nur rumgelaufen und haben aber angefangen zu bauen. Aber sind dann sehr schnell gestorben. So, was haben wir hier? Das müsste ein Floh sein. Dann haben wir hier eine große Motte. Keine Ahnung. Ein paar Fliegen mit einer DNA daneben. Und einer Fliegenklatsche einfach. Brechen die etwa auch ab und zu mal aus? Aber warum gehen die Ameisen dahin? Das ist ja voll interessant hier alles. Holy shit. Kann man auch angucken, was das ist? Hier vielleicht? So. Baumdämpfe. Fliege. Wäre witzig, wenn die jetzt nochmal auf die Ameisen gegangen wären. Ameisen. Aber wer arbeitet hier? Macht das alles der Eugen alleine, oder was? Krasser Typ. Aber mir fehlt noch eins, ne? Mir fehlt noch eine Stempelkarte. Ach, hier. Lol. Mega viele Schmetterlinge. Die werde ich niemals alle benennen können, Leute. Holy shit. So was ähnliches gibt es auch in Hamburg. Guck mal, da ist auch noch ein Koi-Karpfen. Schön, schön. Wohnfarbenhalter, Himmelsfalter, bla bla bla. Haus der Schmetterlinge heißt das, glaube ich, einfach. Und da fliegen die dann auch alle um einen rum. Das ist voll cool, dass es sowas gibt. Oh, hier sind sogar diese Büsche, die man bei Gerd kaufen kann. Und da hinten ist die Schnecke und der Marienkäfer. Die habe ich doch gesehen. Ihr Schlawiner. Und die letzte Stempelkarte. Auf einer Bank am Springbrunnen sitzen. Viel besser kann es eigentlich nicht werden. Klack, Schmetterlingsgarten. Sehr schön. Kann man eigentlich drauf sitzen? Oh, das ist ja super cool. Vor allem bei diesen ganzen Schmetterlingen, die hier richtig schön verpixelt rumfliegen. Nice. Okay, das hat mir schon mal gefallen. Und dann fehlt noch die Fischsektion. Ich glaube, bei der Kunsthalle wird nichts sein. Weil die auch gar nicht jeder haben kann. Das wäre ein bisschen unfair, wenn man da dann... auch Stempel suchen muss. Okay, ich glaube, das sind das Guppies, diese lilanen hier. I don't know. Wir gucken uns erstmal die Stempelkarte an. Aquarium der Ruhe. Ist doch wirklich entspannt, ne? Mit dieser Musik im Hintergrund und man guckt einfach die Fische an. Wie sie so entspannt durch das Aquarium gleiten. Einfach schön. Du sagst es, Stempelkarte, du sagst es. Ganz meine Gedanken. Wo sind das Guppies? Ja, haha. So, okay. Hier vorne haben wir einen Koi. Oh Gott. Gut, dass ich die Dinger da links eben gesehen hatte. Sonst hätte ich gesagt, das hier wäre auch ein Guppi. das ist ein Regenbogenfisch, keine Ahnung. Eine Schmerle haben wir hier links. Das da ist ein Flussbarsch. Ich glaube, der graue ist ein normaler Barsch. Der blaue daneben, gar keine Ahnung. Dieser gestreifte hier. Haben wir da links? Ja, da links sind doch Kaulquappen auf jeden Fall. Und... Hä? Das ist einfach eine Schnappschildkröte. Ich habe schon mal eine Schnappschildkröte gefangen. Okay. Sonnenbarsch tatsächlich. Normaler Barsch? Karpfen ist das. Ah! War schon Karpfen. Koi-Karpfen. Und die Schmerle und so. Kannst du mir die auch nochmal zeigen? Ich habe am 1. April eine Schnappschildkröte gefangen. Okay. War 1. April, als CJ da war? War da dieses Angelturnier? Das kann sein.
Ja, hä? Und die anderen? Hier ist doch noch mehr drin. Ach so, das sind zwei Schilder. Eine Kaulquappe, ein Bitterling, genau. Und die Bachschmerde. Ich habe doch 5 Milliarden Bitterlinge gefangen. Wieso wusste ich nicht, wie der heißt? Sau dumm. So, was haben wir hier? Großer Fluss. Manche Flüsse sind tief und breit und lang. Ah ja. Ja, da ist einfach absolut gar nichts drin. Wow, so ein riesiges Aquarium und es ist einfach nichts drin. Oh, also glaubt ihr, da sind die Haie drin? Na, könnte sein, vielleicht aber auch nicht. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Sieht ein bisschen aus wie eine Schmerle, aber ist ein Masulachs. Oh Gott, die kann ich auch alle nicht benennen. Obwohl, den hier vorne, den habe ich schon mal gesehen. Für mich sind sowieso alles Bärsche. Ne, kann ich tatsächlich alle nicht benennen. Flussgründel? Ist das der da unten? Weiß er nicht. Flussbarsch, guck, ist nämlich doch ein Flussbarsch. Ich wollte es doch nicht sagen. Karausche, stimmt, stimmt, stimmt. Ein Huchen und eine Hasel. Da ist gar nichts drin. Okay, also mit Fischen bin ich irgendwie nicht so gut dabei. Habe ich in diesem Monat, glaube ich, auch noch kein einziges Mal gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, beim Angelturnier das letzte Mal. Oh, das ist super schön. Das finde ich auch in richtigen Aquarien immer mega cool. Wenn da die ganzen... Das Sardellen... Ich glaube, Sardellen machen das auch, oder? Dass die so einen Schwarm bilden. Ich glaube, das hier sind andere. Warte, Stempelkarte. Ich muss kurz gucken, was das hier für Dinger sind. Eine Makrele. Ja, die anderen? Ja, sind das auch Makrelen? Das sind schon Sardellen, oder? Ja, haha! Ich wusste mal irgendwas. Findet Nemo, bildet! Stimmt, der fehlt auch noch. Wo ist denn der Nemo-Typ? Der Ozean ist wirklich, wirklich groß. Toll. Der große Fluss ist Lagen und der Ozean ist wirklich, wirklich groß. Na dann. So, und damit haben wir das Event abgeschlossen. Ja! Haben wir hier unten irgendwas? Oh, hier ist auf jeden Fall dieser fette, lange Riemenfisch. Und der Footballfisch im Englischen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt. Licht vorne dran und dann fress ich dich, Fisch. So heißt er, glaube ich. Angelfisch, Anglerfisch, Anglerfisch. Riemenfisch und Anglerfisch. Ah, okay, noch eingefallen. Ein tolles U-Boot, was man nur angucken kann. Okay. Haben wir oben sonst noch irgendwas? Da kann man auf jeden Fall nochmal hier reingucken, was einem gar nichts bringt. Oh, Sardellen, ja! Kann mich nicht daran erinnern, so viele Sardellen gefangen zu haben. Aber vielleicht vermehren die sich einfach nur sehr, sehr schnell. Aber wo ist denn jetzt noch mein Anemonenfisch? Und mein Doktorfisch fehlt auch noch. Okay, hier geht's zum Glück noch weiter. Da haben wir ein Engel-Dings. Das sind ganz viele Engelsteile. Irgendwas mit Engel. Seeengel. Hätte man drauf kommen können. Okay. Die bilden einfach einen Kreis. Auch schön. Floaten die einfach nur so rum im Wasser? Das hat auch irgendwie was Beruhigendes. Wenn man die übrigens antibbelt im Haus, dann platzt deren Kopf so ganz komisch aus. Das ist dann schon wieder gruselig, aber so wie sie jetzt gerade hier rumfloaten, das ist schon sehr, sehr chillig. Wow. Und die leben anscheinend im Eisgewässer? Oder was soll das darstellen? Das sieht schon sehr eisig hier aus. Da war unser Doktorfisch. Dann ist hier bestimmt auch unser Anemonenfisch. Aber Anemonenfisch. Wo ist mein Anemonenfisch? Kein Anemonenfisch. Lebt ihr nicht beim Doktorfisch? Paletten Doktorfisch. Das ist die Dori. Aber wo ist mein Anemonenfisch? Das sieht auch schon wieder aus wie ein Barsch. Da oben haben wir einen Koi-Karpfen. Hier haben, nicht kein Koi-Karpfen, ein Kaiserschnapper. Da haben wir einen Zebrafisch. Eins davon ist eine Flunder. Da unten, glaube ich. Dann haben wir da eine... ein Kalmar ist das hier vorne. Das da rechts ist eine... Karausche? Nee, weiß ich auch nicht. Kaiserschnapper. Klische, richtig. Flunder. Das ist ein Rot... Rotfeuerfisch? Der hier vorne. Und Kalmar. Rotfeuerfisch. Und ein... Schnabelbarsch, okay. Und ein Seebarsch, den kenne ich ja. Den habe ich zu Genüge gefangen. Okay, aber wo ist mein Anemonenfisch? Da ist ein Seepferdchen. Irgendwie fehlt mir ein Anemonenfisch. Hatte ich noch keinen Anemonenfisch? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, scheinbar... Lol? Scheinbar hatte ich den noch nicht. Das ist ja belastend. Warte, das muss ich nachgucken. Habe ich den wirklich nicht? Doch, da.
Ah, den Mondfisch. Habe ich den auch Ich habe ihn nicht gestiftet. Oh boy. Das sieht man noch immer unten rechts, ne? Ja, ich habe mal einen Mondfisch gefangen und ihn nicht gestiftet. Naja, ich habe ja noch die nächsten 4 Monate Zeit, ihn zu fangen. Das ist ja dumm. Der erste geht doch immer an den Eugen. Den habe ich auch nicht gesehen, den Falterfisch. Habe ich auch nicht gestiftet. Was ist denn los mit mir? Ja, moin. Ich bin ein Dummkopf. Guck mal, die Schnappschildkröte gibt es immer erst ab 19 Uhr. Naja, egal. Dann hole ich mir nochmal kurz meinen Preis ab von dem Eugen. Und dann gucken wir uns nochmal an, was das ist. Und dann war das eine sehr chillige Folge, glaube ich. Ist es wahr? Sie haben alle heute verfügbaren Stempel gesammelt. Die Stempeljagd muss Ihnen eine wahre Wonne gewesen sein. Die gefiederte Brust quillt. Nicht wild, mir vor Stolz. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme und hoffe, Sie werden unser Museum auch zukünftig beehren. La, vielleicht. Ja, okay, also im Kunsttrakt ist dann nichts mit bei. Und ich habe 3 tolle Preise bekommen. Und zwar Fischwandschmuck, Insektenwandschmuck und lass mich raten, Fossilienwandschmuck. Ja, mega. Werden dann aber wieder Items sein, die man nur an die Wand packen kann im Haus. Hey, wir müssen einmal kurz nach Hause laufen. Ja, sind tatsächlich ganz schön hübsch. Wow. Also, wow, die sind sogar gold und so. Mega cool. Könnte man eigentlich in das Gold Zimmer unten packen, aber ich finde die über so einer Tür eigentlich auch ganz geil. Ich lasse sie erstmal hier. Bin mir nicht sicher, ob man die überhaupt sieht, wenn man die Kamera dreht. Doch. Ja, okay. Warum nicht? Dann ist das so ein bisschen bei der Küche. Okay, also die Belohnung finde ich cool. Das Event an sich hätte ich mir ein bisschen spannender vorgestellt. Aber jetzt war es halt entspannt. Ist auch vollkommen in Ordnung. Und man hat sich mal alles angeguckt und ich habe mal eine Museumtour gemacht. Ich hoffe, ich war ein guter Guide. Vielleicht. Ich habe einfach nur die ganze Zeit geraten, was das für Exponate sind. Naja, egal. Ich hoffe, dieser Part hat euch dann trotzdem gefallen. Ich bin happy, dass ich die 5 Sterne habe. Mal gucken, was mir das jetzt bringt. Außer die goldene Gießkanne nicht wirklich was, oder? Aber ich kann jetzt goldene Pflanzen machen. Gut, dann beim nächsten Mal wird wieder ein bisschen gebaut, vermutlich. Und zwar mit der Schneiderei und sowas. Mal gucken, was ich da dann mache. Und dann war diese Folge jetzt mal ein bisschen anders als andere Folgen. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und wenn ja, dann lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.